Hallo zusammen, mal wieder beim neuen Video, direkt vom Wasser. Wir sind heute an einem Baggersee unterwegs. Wir haben jetzt Frühjahr, es ist März. Die Nächte waren jetzt die letzten 3-4 Tage nicht mehr unter Null, das heißt, wir hatten keinen Frost mehr. Tagsüber haben wir jetzt schöne Temperaturen, um die 10, 12, 15 Grad. Das Wasser erwärmt sich jetzt. Und deshalb sind wir hier am Baggersee und wollen mal versuchen, heute klassisch mit dem normalen Futterkorb ein paar Brassen zu fangen. Die Fische sollten jetzt langsam wieder in Schwung kommen, um dann im April oder Anfang Mai ihr Laichgeschäft nachzugehen. Dazu, wie schon erwähnt, heute klassisch mit der Fiederrute. So, ich habe jetzt schon mal ausgelotet. Wir haben hier dann so ungefähr bei 60, 65 Meter so eine kleine Rinne, da wird es ein bisschen tiefer. Ich denke, wir haben so 2,5 Meter Wasser ungefähr. Weiter vorne und weiter draußen ist es etwas flacher. Deshalb habe ich mich jetzt für die tiefe Rinne entschieden, da die Fische, denke ich mal, doch noch etwas tiefer stehen aktuell. Habe jetzt hier unsere 3,80 Meter X-Glas-Rute mit einer 3000er Horizon-Rolle, 12er geflochtene Schnur und unsere Keulenschnur als Schlagschnur. Das ist quasi eine Schnur, die wird von 0,22 bis 0,28 immer dicker. Die hat den großen Vorteil, dass ich eben an der Verbindung zwischen geflochtener Schnur und Schlagschnur einen ganz kleinen Knoten habe, weil ich da eben nur eine 0,22er Schnur habe. Reicht aber trotzdem vollkommen aus zu werfen, weil der große Druck quasi beim Werfen dann erst hier an den oberen 4-5 Metern auf die Schnur kommt und da habe ich dann eine dicke 0,28er, wo dann normalerweise nichts passieren sollte. Aufgrund der geringen Wassertiefe und da doch der Boden etwas schlammig ist, habe ich jetzt hier einen recht leichten Korb genommen, also 30 Gramm Korb. Ihr seht, wir haben schon ein bisschen Wind. Probieren wir mal, ob wir da sauber mit werfen können. Ansonsten müssten wir vielleicht auf 40 Gramm gehen, wenn es der Wind nicht zulässt, aber ich denke, es sollte gehen. Ich habe jetzt hier ganz klassisch eine Seitenarmmontage, ungefähr 15 cm langer Seitenarm, da hängt der Futterkorb dran. Habe dann hier so 30, 35 cm noch ein Stück runterhängen lassen und da kommt jetzt gleich mein Haken dran. Ich starte jetzt mal mit einem MXB3 in 18 und 12er Vorfach. Das Wasser ist noch recht kalt und auch klar, deshalb denke ich, sollten wir erstmal fein anfangen. Wenn wir sehen, die Bisse kommen gut, dann können wir immer noch sagen, wir gehen mal auf einen größeren Haken. Aber um erstmal auszuschließen, dass ich aufgrund des Hakens keine Bisse bekomme, fange ich jetzt erstmal mit dem kleinen an. Genau, das war es eigentlich zum Setup. Wir rühren jetzt noch schnell das Futter an, machen die Köder soweit fertig und dann können wir anfangen zu angeln. So, jetzt kommen wir kurz zum Futter. Also es ist jetzt hier, wie gesagt, ein Baggersee. Wir wollen auf Brassen angeln.
Hier sind auch immer mal wieder Karpfenangler unterwegs. Also habe ich jetzt hier das Super Crush Bream Feeder rausgesucht. Das ist so ja, klassisches Brassenfutter mit hohem Maisanteil. Ist aber auch ein bisschen Fischmehl und gecrushte Pellets mit drin. Eben dem Grund geschuldet, dass hier ab und zu auch mal Karpfenangler unterwegs sind. Denke ich auch eine gute Mischung. Mache jetzt hier 1,5 Liter mal an. Was ich immer mache, ist dann pro Liter 80 Milliliter gecrushten oder gequetschten Hanf dazu. Das heißt, ich mache jetzt hier 1,5 Liter Futter und 120 Milliliter Hanf. Ist normalerweise immer eine solide Mischung. Von der Menge reicht das meistens aus. Und das rühre ich jetzt gerade an und dann können wir weitergehen zu den Ködern und dann endlich zum Angeln. So, Futter ist jetzt fertig, durchgezogen, durchgesiebt und jetzt geht es mit auf den Angelplatz. Dann sage ich noch kurz was über die Köder und dann geht's los. So, wir sind jetzt startklar zum Anfüttern. Ich habe jetzt hier ein bisschen größeren Korb dran gemacht. Da fütter ich jetzt 3 Körbe vor. Dann kommt das Vorfach dran und dann angeln wir erstmal mit einem kleineren Korb weiter. Dadurch, dass das Wasser noch sehr kalt ist, wollen wir erstmal nicht zu viel füttern, um die Fische nicht zu satt zu machen. Ködermäßig habe ich heute gar nicht so viel dabei. Ich habe hier ein paar alte Caster dabei, die müssen sowieso mal weg. Ein paar tote Maden, dadurch, dass eben hier schon ein bisschen schlammig ist, werde ich eher die toten Maden heute füttern. Und habe dann noch ein paar Maden und Pinkies für den Haken dabei. Vielleicht machen wir später auch noch ein paar Pinkies dann ins Futter. Ich würde jetzt erstmal starten, würde erstmal so ein paar Caster und ein paar tote Maden anfüttern für die ersten 3 Körbe und dann einfach mal immer so 5-6 Maden und 5-6 Caster mit in den kleinen Korb und dann schauen wir erstmal, was passiert. Ich denke, es dauert dann erstmal eine halbe Stunde, 40 Minuten, bis die Fische am Platz sind und dann müssen wir sowieso erstmal gucken, auf was sie reagieren, wie sie fressen, wie es Verhalten ist. Das schauen wir dann später. Hier mal ist noch ein kleiner Tipp, was man beim Befüllen des Korbes beachten sollte. Manche von euch kennen vielleicht das Problem, wenn ich jetzt den Korb nehme und das Futter hier irgendwie so reinfüllen möchte, dass es an der Seite einen Großteil wieder rausriesen. Man sieht es ja hier, dass das hier komplett zur Seite wieder rausgeht. Das möchte man natürlich verhindern, weil man das Futter erstmal geschlossen auf den Boden an seinen Futterplatz bekommen möchte. Daher ein kleiner Tipp, wie ich meine Körbe immer befülle, gerade solche Speedkörbe. Ich nehme die hier mit 3-4 Fingern außen rum und benutze dann meinen Daumen, um den Korb zu füllen. Da kann ich hier quasi dann nochmal mit meiner Daumenunterseite den Korb fast vollständig schließen, sodass das Futter nicht raus kann und somit das Futter schön komprimieren und reindrücken, dass es sich dann erst später auf dem Gewässergrund löst. Auch gut, wenn man jetzt hier Köder drin liegen hat. Ich mache es einfach mal kurz vor, dass sie eben nicht hier direkt schon rausgehen und beim Aufprall auf die Oberfläche rausgehen. Besser geschlossen den Korb nehmen, vielleicht vorher erst ein bisschen Futter nehmen, dass hier unten die Löcher geschlossen sind. So, ich mache es gerade mal vor, so 1-2 Daumen voll mit Futter. Und jetzt mache ich die Köder mitten rein und verdecke die oben wieder nur mit Futter. Jetzt habe ich das quasi geschlossen, kann das noch einmal rundherum abdrücken. Und so habe ich schon komplett geschlossenen Korb, wo schön das Futter komprimiert ist und ich weniger Futter auf dem Weg Richtung Futterplatz verliere.
So, wir haben jetzt eine gute Stunde geangelt. Es beißt doch besser als gedacht. Also es hat so 2-3 Würfe gedauert, dann waren die Fische am Platz. Also ich schätze mal so 20 Minuten. Kommt immer mal wieder ein Biss. Jeder Wurf ist eigentlich Bewegung am Platz. Manchmal auch nur ein Schnurschwimmer und kein ordentlicher Biss. Muss man immer ein bisschen selektieren. Aber ja, wir haben jetzt 6-7 Fische gefangen. Alles so Brassen zwischen 1 und 1,6, 1,7 Kilo. Am Haken war jetzt ja, eine rote Gummimade und 2 weiße Maden ganz gut. Oder jetzt habe ich gerade mal 4 Pinkies dran. Das probiere ich jetzt auch mal aus. Aber generell kann man schon sagen, die Fische sind auf jeden Fall in Fresslaune. Und bis jetzt funktioniert es eigentlich so ganz gut. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. So, jetzt haben wir wieder einen Biss. Der hat jetzt auch recht lange gebraucht, bis er richtig den Köder genommen hat. 2-3 Schnurschwimmer zwischendrin. Also ist nicht ganz so einfach, ist aber auch typisch für die kommende Laichzeit, dass die Fische da teilweise wild über den Futterplatz schwimmen. Der hat jetzt bestimmt 4-5 Mal den Köder einmal kurz angenommen gehabt. Können natürlich auch unterschiedliche Fische gewesen sein. Aber ja, hat auf jeden Fall jetzt 5-6 Minuten gedauert, bis der Biss kam. Da muss man einfach geduldig sein. Man darf nicht immer bei jedem kleinen Zupfer anschlagen, sondern muss wirklich warten, bis man einen ordentlichen Biss bekommt, damit man weniger Fehlbisse hat und auch eben weniger Fische dann verliert. Ich denke auch so 1,2, 1,3 Kilo sind auf jeden Fall alle gut genäht. Da ist er. So, also es klappt jetzt momentan ganz gut. Ich probiere jetzt mal die Köder aus, ob man vielleicht einen Köder findet, wo der Biss einfach schneller kommt. Weil momentan bin ich jetzt noch nicht ganz zufrieden. Das gehört aber immer dazu. Jetzt probiere ich es mal mit 3 Castern. Und oft ist es so, irgendwann findet man dann den Köder, wo der Fisch wirklich deutlich schneller beißt. Dann hat man natürlich eine deutlich bessere Frequenz beim Angeln. Ist aber auch, wie gesagt, jeden Tag abhängig, was möchte der Fisch. Kann sich auch während dem Angeln immer ändern. Das heißt, am Anfang beißt vielleicht auf Maden gut und auf Wurm gar nicht. Und später kann es genau umgekehrt sein. Deshalb muss man da immer flexibel bleiben, immer mal ausprobieren. Da habe ich jetzt auch schon wieder den ersten Kontakt gehabt, gerade auf die Caster, direkt nach dem Einwurf. Also Fisch ist auf jeden Fall da. Den hat er jetzt direkt genommen. Also Caster scheint zum Beispiel auch nicht schlecht zu sein. Ne? Das probieren wir jetzt gleich noch mal aus, ob das Zufall war oder wirklich jetzt am Köder lag. Ich bin gespannt. So, vielleicht jetzt noch mal ein kurzer Tipp zum Drillen von den Fischen. Also generell drille ich eigentlich am liebsten mit der Rute ziemlich nah an der Wasseroberfläche, relativ flach. Jetzt heute zum Beispiel ist es leider nicht möglich, weil hier eine Kante drin ist. Da muss ich jetzt die Rute ziemlich hoch halten, den Fisch erstmal ein bisschen pumpen lassen, dass der sich vom Grund löst und Richtung Oberfläche kommt. Das heißt, generell bei Kanten die Rute immer hoch und ruhig ein bisschen langsamer drillen, sodass der Fisch eben auch durch das Pumpen weiter nach oben kommt.
Und wenn man aber zum Beispiel über die Kante drüber ist oder ein Gewässer hat, wo jetzt bis nach vorne zum Ufer hin flach ist, dann kann man die Rute auch gerne so flach halten. Der ist jetzt gerade ausgestiegen, der Fisch, aber ich zeige es euch trotzdem mal. Dann würde ich jetzt die Rute so flach an der Oberfläche entlang halten. Habe ich persönlich jetzt die besten Erfahrungen gemacht, um möglichst wenig Fische zu verlieren. So, dann war es das jetzt mit dem heutigen Video. Ihr habt gesehen, wir haben einige Brassen gefangen. Hat auch wirklich Spaß gemacht. Die Fische werden jetzt langsam wieder aktiver. Die Temperaturen steigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet vielleicht was Neues mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Petri Heil.